Hallo, Ruby, hallo Welt. Ruby-Quelltextdateien erkennt man an der Endung .rb und können mit einfachen Texteditoren verändert bzw. überhaupt erst erstellt und gespeichert werden. Die Hallo Welt.rb-Datei öffne ich mit einem Doppelklick. So wird die Datei mit dem Standard-Texteditor gedit geöffnet. Putz. Hallo Welt sorgt für die Ausgabe Hallo Welt. Durch Ruby Datei.rb, also Hallo Welt.rb, werden die Befehle in der Datei durch den Ruby-Interpreter ausgeführt. Print ist ebenfalls eine Ausgabeanweisung. Speichern und ausführen. Die Shebang-Zeile ganz oben, also erste Zeile, Raute, Ausrufezeichen, Schrägstrich, USR, Schrägstrich, bin, Schrägstrich, env, Leerzeichen, Ruby und das Zugriffsrecht Datei als Programm ausführen plus X, also Datei, Eigenschaften und hier das Kreuzchen machen. Schließen machen die Datei ausführbar. Diese kann nun mittels Punkt, Schrägstrich, Hallo. Welt.rb ausgeführt werden. Vorher noch speichern und jetzt da ausführen. Ciao und viel Glück.